Ja, und hallo zusammen und hier wieder am Montag in Bamberg. Ich werde jetzt hier zuerst wieder online unterrichten, danach dann auch hier in Präsenz den ganzen Tag. Morgen bin ich auch nochmal hier in Bamberg und danach geht es dann wieder nach Gerresheim zum Präsenzunterricht. Und wir sehen uns dann wieder am Mittwoch Vormittag in meinem Studio. Und hallo zusammen und hier wieder am Mittwochvormittag in meinem Studio. Ich werde jetzt hier gleich wieder online unterrichten. Danach geht es dann wieder nach Großrinderfeld zum Präsenzunterricht und dann wieder hier zurück zum Online-Unterricht. Und das war dann auch der Mittwoch und wir sehen uns dann morgen am Donnerstag in Künzelsau wieder. Also mit gezwungenen Achteln. Also anstatt es gerade zu machen, alles gezwungen. Also quasi genau so. Genau, kommt gleich. Ja, also das soll dann ungefähr so klingen. Und so weiter. Es ist einfach dasselbe dann nochmal einen Halbton höher. Genau. Super. Und dann kommt man ja dann hier oben an. Also 2, 3, 4. Und dann geht praktisch der Walking los. Und was wir jetzt hier dann üben, ist linke Hand walken und rechts drüber improvisieren. Der Art quasi. Sehr schön, ja. Yeah. Und das ziehen wir jetzt über unsere Vollkadenzfolge hier. Erstmal links ganz simpel, einfach nur die Dreiklänge in enger Lage, also sprich. Vermindert. Also Fis-Moll per se ist ja erstmal gleich. Halt von Fis bis Fis, aber weiterhin mit den drei Kreuzen. Aber dann für die Stufe 5, wenn dann der Cis-Akkord kommt, 1, 2, 3, 4, 5, da wird dann die Terz
einen Halbton erhöht und dann entsteht dadurch das harmonische Moll. Dann hast du recht, dann kommt hier quasi noch ein Kreuz an das E, sondern ein E ist. Sehr langsam. Richtig? H-Moll und die Septime ist groß oder klein? Die ist klein, genau. Also H-Moll 7. Ich schreibe jetzt hier auf B-Moll 7, weil das ist international. Genau. So, und dann Daumen, Daumen. Und dann übersetzen. 1 und 2 und 3 und. Ja, und hallo zusammen und hier wieder am Donnerstag in Künzelsau in meiner Musikschule hier, JB Musikschule Künzelsau. Jetzt werde ich hier gleich wieder unterrichten: Klavier, Keyboard, hier drüben, sowohl hier in Präsenz als auch online. Ich lege jetzt direkt hier los und wir sehen uns dann wieder am Samstag. Morgen bin ich dann den ganzen Tag noch in Haßfurt zum Präsenzunterricht Klavier und Keyboard. Und hallo zusammen und hier wieder am Samstagvormittag. Ich werde jetzt hier gleich wieder online unterrichten. Danach geht es dann noch nach Würzburg-Frauenland zum Präsenzunterricht und dann wieder hier zurück zum Online-Unterricht. Ja, und das war es dann auch wieder für diese Woche. Euch wieder einen schönen Sonntag und bis nächste Woche dann wieder am Montag in Bamberg. Thank you.